Wolfgang Heinz hat den Besuch der Landesregierung im Ahrtal verfolgt. Wolfgang, im Ahrtal heißt es nach wie vor, viele Menschen wünschen sich eine Entschuldigung von der Regierung, von der Ministerpräsidentin. Wie kam der Besuch heute denn an? Naja, es ist nicht schwer, im Ahrtal Menschen zu finden, die eigentlich überhaupt keine Erwartungen mehr haben an die Politik. Ich habe heute Morgen mit einer Frau gesprochen am Rande des Kabinettsbesuches, die sagte, da könnte auch der Papst stehen, das würde mir nicht helfen, mein Haus wieder bewohnbar zu machen. Und es gibt dann auf der anderen Seite auch Stimmen, die sagen, die sind ein bisschen positiv skeptisch, sage ich mal, die sagen, naja, ist schon schön, dass die kommen, aber ob die Politiker wirklich alles immer so meinen, was sie hier dann auch erzählen, da hat man doch so seine Zweifel. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Leute, die sagen, sie haben eigentlich auf diesen Politikertourismus, Zitat, keine Lust, dass sie nur kommen, ihre Gesichter zeigen, aber sich wenig oder zu wenig tut und bewegt im Tal. Kurz vor dem Besuch, gestern Abend um genau zu sein, hat die CDU kritisiert, dass der Bund EU-Gelder fürs Ahrtal zurückhalte. Und zwar keine Kleinigkeit, 600 Millionen Euro. Wie wird das im Ahrtal diskutiert? Das wird diskutiert, auch hier im Ahrtal. Es geht ganz präzise gesagt um 610 Millionen Euro EU-Fluthilfe, die in den Bundeshaushalt jetzt eingeflossen sind. Auch die CDU hier vor Ort in Person des Bürgermeisters von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Herrn Orten, sagte, nein, das ist kein Geld, was in den Haushalt gehört, sondern das ist Geld on top von der EU. Und das sollte auch on top den Menschen hier im Ahrtal zur Verfügung gestellt werden. Sieht die Landesregierung das denn auch so und will sie was dagegen tun? Nein, die Landesregierung sagt, das ist gut, dass dieses Geld in den Haushalt eingeflossen ist und Teil dieses Fluthilfefonds von 30 Milliarden für NRW und Rheinland-Pfalz ist. Praktisch von, also 30 Milliarden für beide Länder, 15 Milliarden für Rheinland-Pfalz. Das ist die Position von Malu Dreyer und dem SWR. Uns gegenüber hat sie heute Abend gesagt. Ich erkläre den Menschen, dass diese Summe eigentlich gar nichts mit dem Wiederaufbaufonds zu tun hat. Von Anfang an war klar, dass die Bundesregierung das als Teil der Refinanzierung nutzt und wir einen gigantischen Wiederaufbaufonds haben. Das heißt, wir haben im Moment keinen Geldmangel. Und ich will vielleicht auch noch mal ergänzen, der Bund ist sehr, sehr großzügig. Er zahlt die Hälfte des Wiederaufbaufonds und er finanziert seine eigenen zerstörten Infrastruktur hier im Tal, wie zum Beispiel die Bahn und so weiter, darüber hinaus auch. Also ich glaube, man sollte den Menschen sagen, der Wiederaufbaufonds ist da. Das Land nimmt auch zusätzlich Geld in die Hand, dort, wo Geld gebraucht wird. Und wir haben die Zusicherung der Bundesregierung, wenn der Wiederaufbaufonds nicht reicht, dass dann nochmal nachgelegt wird. Also wir brauchen keine Angst zu haben hier ums Thema Geld. Man kann dieser Argumentation der Ministerpräsidentin folgen, wenn man sich anschaut, von den 15 Milliarden Fluthilfegeldern sind hier in Rheinland-Pfalz erst 1,1, 1,2 Milliarden Euro abgerufen worden. Das heißt also, Geld ist da. Warum es hier nicht ankommt, liegt eher an den bürokratischen und verwaltungstechnischen Dingen, die hier den Wiederaufbau bremsen. Informationen von Wolfgang Heinz. Vielen Dank dafür.